Moin. Moin, moin, was geht? Oh mein Gott, da ist der Daystrich und ich werde sofort angerufen. Heiliger. Alles explodiert sofort. Moin, moin, was geht? Heute gibt's krasse Game, krasse Stream. Ich mache Kacke. Wie immer. Im Vergleich zum letzten Stream ist es selber passiert, weil ich habe mir mein Team endlich zusammengestellt, was aus 6 Fickern besteht. Das Team ist eigentlich so Abriss, Alter. Oh mein Gott, Mann. Achso, ich habe noch gar keinen Namen für Toxa. Wait, wie habe ich schon Namen gegeben? Eigentlich habe ich ja alle. Ach, Kacke, Mann. Gut, dass ich gleich hier bin. Ich habe auch vorm Stream noch Linus endlich mal Lichtkanone geholt. Die kann man sogar genau heute gewinnen, indem man einfach Lotto spielen geht in Lugasa City, Dings da. Im Einkaufszentrum. Ja. Easy. Aber wie nenne ich diesen Typ, Alter? Oh mein Gott. Ich habe die Idee. Die Idee, Alter. Das ist Döner Davis. Oh mein Gott, Junge. Es ist einfach so cursed. Ah, das Ding tut mir so leid. Das tut mir so leid. Es ist aber der einzig wahre Döner Davis. Moiniki, Alter. Habe ich den schon? Ja. Ich habe sogar extra schon Whirlpool beigebracht, wenn ich den bald brauchen werde. Surfer, let's go. Die Dinger sind alle so massiv, Mann. Raphael, die Legende. Moveset, wunderbar. Für die 160 Angriffe. Deine Mutter ist fett. Wer hat denn jetzt schon 160 Angriff, Mann? Und wer hat bitte 148 Spezialangriff? Und ja, ich habe literally den fucking Jan Mega Überstahlbrei gebracht, weil ich keine andere Spezialattacke für ihn habe, außer Antikraft. Aber Antikraft ist scheiße. Achso, und ja, Fliegen wegen Hex. Let's go. Also, wir haben hier das fliegende UFO. Jetzt mit Lichtkanone. Donnerleierstoß. Das ist einfach absoluter Mord. Hier ist die Wand. Hier haben wir so echt gute Werte eigentlich. Und das endet Alter 130. Aber Digga, so Blizzard und Spukball, einfach Mord. Dann haben wir noch Nishi, Alter. Nishi hat einfach auch so krank viel Spezialangriff. Das ist Mord. Feuersturm am Sturm. Alles schon vorgesorgt, Alter. Gut, aber heute ist das Ziel, wir gehen nach letzte Stadt in Johto, weil Mord. Nach Ebenholz City. Let's go. Ich vergesse immer, dass in diesem Game Legi nicht nach der 7. Arena kommt, sondern 8. erst. Hi, verkaufst du mir noch Kekse? Was? Ich finde, einer ist schon genug, deine Mutter, Alter. Ich will Kekse, Junge. Jetzt für 30 Minuten wieder weiter im Game. Let's go. So, wen will ich testen? Raphael. Raphael hat einfach eine Schnauze. Das einzig physisch angreifende Pokémon im Team.
Ich laufe da auch sofort rein, ich bin ehrlich. Erster Trainer, let's go. Psycho René, Alter. Raichu Bronson, Junge. Bronson wird weggeknackst, obwohl es nur normal effektiv ist. Himmelhieb weg. Und darum will ich hier rein. Direkt aufs Maul, Alter. Ich lege, das war nur normal effektiv, Junge. Was macht der? Raichu gibt sich ein. Ich habe keinen. Oh, shit. Ach, er gibt uns auf Niki. Okay. Tempo-Hieb. Nimm Bronxon raus. Ja, du bist langsamer als Raichu. Also machst du Erdkräfte. Down. Wahrscheinlich geht Raichu auf Niki, damit Niki aus dem Maul bekommt. Yes. Das kann Niki. Niki ist Wand. Sofort von unten einfach angebraten. Und tot, Alter. Das ist so ein Mord. Seedraking. Gut, dass ich ein Pflanzen-Pokémon habe. Nicht. Ich kann einfach aufs Maul hauen, dann ist er weg. Himmelhieb. Und ich hol's zur Sicherheit Leines rein. Himmelhieb ist eigentlich echt useful, weil ich kann damit auch... Wie leger geht das Ding noch nicht? Ach, und den Eisstrahl, danke dafür. Und er friert ein. Tempo-Hieb. Nee, wait. Ich heile Raphael. Ich könnte ihn auch einfach auswitchen, das wäre einfacher. Eisstreier, dünner Davis, tankt alles. Du musst einfach Ladestoß und killen. Alter, das geht wieder auf alle. Oh, mach nicht Kanonen, ist mir egal, wer für die Fess ist. Ah, nein, das ist sogar schneller. Okay, so viel dazu. Ich finde es auch schön. Ich habe mir Sonderbonbons gegeben, aber ich habe schon einfach 117 geused. Heiliger. Die sind einfach so schnell weggegangen. So, Alter, so Topschutz. Gut, ich gehe oben lang. Gut, den vermöbel ich auch noch. Raphael ist vorne, Raphael kann sich easy durchheilen. So viel dazu. Easy würde ich das nicht nennen. Und er ist noch gefroren. Okay. Einfach nur okay. Yeah, jetzt ist das kacke. Ich habe kein Pokémon, was Feuer resistet und Wasser. Well, Niki macht das. Niki macht das. Ja, Aquavelle. Ich will Niki nicht gleich wegballern. Mal gucken, was Skulking macht. Ah, okay. Akani macht Flammenwurf auf Niki. Und Goki macht wegen Tanz, okay. Die war Feuerschwäche. Mein Team ist halt richtig kacke gegen Feuer. In der Hinsicht. Sude verreckt, RPG verreckt, Linus verreckt, Raphael verreckt. Niki ist halt so, er wird halt auch einfach vom... In dieser Kombi jetzt Wasser weggeweckt eigentlich. Das heißt, ich kann auch gar nicht ein bisschen drin bleiben.
Amerikan schon. Ich habe einen Regentanz für Döner da was aufgesetzt. Einfach Kuh und mich rein. Niki darf wieder Milch trinken. Ja, Aquavelle. Er macht wieder Regentanz, cool. Können wir kurz drüber reden, dass ein Tentoxa einen Arcani outspeedet? Nur so. Also wirklich es. Was? Nogger wird zerstört. Niki bleibt einfach drin, mach hier Erdkräfte auf Golking. Er macht wieder Regentanz, okay? Wow, es regnet. Niki sollte einfach wegen der Vielfachschwäche einfach vom Regen Damage bekommen, Junge. Oh mein Gott, ein Miltank. Ich mach den Strat. Kacke, Raphael ist nur eingefroren. Egal. Ich hole Raphael rein. Und vorher heile ich Raphael. Also, mach Dings weg. Ach ja, und ich habe viele Bären gewonnen. Verbrennung, Verwirrung. Hab ich eine für vorher? Ja, hier ist Frost. Gut. Aquavelle. Er macht das. Er macht das wirklich. Zwar trotz Regen, Alter. Gut, Ableithieb. Gib mir die KP. Und Döner Davis, du hältst. Keine Ahnung, dann machen wir mit Überpool. Ich glaube, das zieht richtig, Junge. Ja, ich war fast wieder voll, Alter. Ja, es ist nicht wirklich Ableitiv. Ableitiv ist plus 60 Stärke. Es ist aber einfach Raphael. Oh, gut, der Typ ruft wieder an. Ah, hier ist kein Weg, das ist jetzt wirklich praktisch. Guck, was hat er gerade das Geil zu werden? Wow, das habe ich dir schon 28 Mal erzählt. Egal, tschüss. Danke dafür. Einfach nur 160 Attack ist einfach zu hart. Es ist einfach nur zu hart. Ah, fuck. Muss Safety speichern. Ich hatte nicht für den Bug, als ich ins Shopping Center gegangen bin. Ich bin die Treppe hoch mit diesem Bug und das Game wurde einfach schwarz. Komplett. Mal gucken. Das hat es nicht neu geladen. Das hat es neu geladen. Gut. Alter, Luxtraum Impoleon, Junge, pack doch nicht so aus. Aber ich habe Raphael. Und Raphael ist Mord. Na, ja, ich spare mir Ableitieb. Ableitieb hat leider nicht so viel AP. Döner. Ich bin ehrlich, Döner darf es so tanky, ich könnte theoretisch drin lassen, aber nee. Nee. Ich hole Linus rein. Das ist sogar echt. Beste Choice. Raphael muss treffen. Let's go. Ja, rasier doch, alter Mann. Rasier doch, Alter. Und der Typ macht Doppelteam. Ich hätte nicht gedacht, dass Raphael gewonnen hätte, bin ich ehrlich. Ja, einfach nochmal probieren. Chance ist zwar gering, aber sie ist da. Donner auf Luxra, so richtig so was? Alles geht daneben. Oh mein Gott, er fliegt.
Ich würde das echt gerne mal sehen, wie das aussehen würde, wenn er einfach anfängt zu fliegen. Donner, Alter. Was? Wieso macht das so viel Damage? Das ist ein Donner, Mann. Das hat fast gekillt. Digga, nein, ist Mann, Alter. Das kannst du doch nicht machen. Du kannst ihn doch nicht einfach so ermorden. Ich gedacht, Raphael macht so viel Damage, aber nur einfach Donner in die Fresse. Hyperball, let's go. Davon brauche ich sehr viel. Exil gefunden, nice. Gut, der soll die Trainer machen. Team sieht ganz gut aus sogar noch, lol. Schon wieder. Ich gehe krachen. Es wird auch immer öfters, Alter. So. Oh mein Gott. Der Arme. Der wird ja jetzt weggeweckt. Mal gucken, Kill-Tempo-Hieb. Ich erwarte nichts, bin ich ehrlich. Ich brauche noch Matschbombe, um Döner da ist. Passt. Ist auch 40er Stärke, Alter. Lebensschall, Junge. Die starken Attacken, die starken Attacken. Alter, er härtet sich. Dann soll ich draußen gehen. Natürlich nicht. Oh, sogar wirklich eine Attacke, wow. Okay, Raphael hat keine Defensive. Raphael heißt ja einfach ein Zedraking. Und Duna Davis hilft mit. Duna Davis ist schneller, glaube ich. Ja, was mit wo? Nee, Raphael ist schneller. Okay, so war das. Aber irgendwie mehr erwartet. Okay, so nur normal effektiv. Oh. Ha, er springt hoch. Los, Himmelhieb. Gib ihn, Junge, gib ihn. Himmelhieb. Oh, wieso trifft Raphael nicht? Auf Döner da bist, Alter. Och man, jetzt trifft Raphael das erste Mal nicht. Himmelhieb ist halt nicht affected. Also mit Himmelhieb kannst du literally fliegen und so angreifen. Fliegende Pokémon oder wie jetzt Sprungfeder. Deswegen ist es eigentlich so richtig geil. Mord. Ein Döner da aus Level 41, der Score. Hi. Und hinten einfach zugesprintet, Junge. Metagross und Roserade. Amin. Ich hab sogar mit Raphael drin. Ich hau einfach mit Upload-Tipp sogar drauf. Döner Davis. Er resistet eigentlich. Ich bleib einfach drin, Alter. Ich mach einen Gift-Tipp. Ist normal effektiv. Meine Boys können wenigstens was. Schlafrehl von Roserade, okay. Ich hab vergessen, dass er Psycho ist. Ich hab nicht vergessen, dass er Psycho ist. Ich weiß, dass er Psycho ist. Ich hab vergessen, dass Raphael Kampf ist. Und ich hätte nicht gedacht, dass er killt, bin ich ehrlich. Egal, RPG. Wieso sieht RPG so fett aus, Alter? Gut, RPG, du bist drin, du kannst wieder gehen. Oder mache ich Kehrtwende? Ja, was kann ich mit ihm tun? Ich weiß, glaube ich, normal auf Metagross. Und eigentlich auch normal auf Roserade. Schröbel ihn einfach weg, Alter.
Das ist so useless eigentlich. I mean, es haut so aufs Maul. Auf RPG? RPG nimmt das ganz cool. Aber Meter groß, echt starkes Pokémon. Rasaf, Alter. Yeah. Yeah, ich mache Mord. Donner? Was hat der Typ Donner? Yeah. Egal. Team ist gut. Wir müssen nicht gut spielen. Sudo, Alter. Hau Blizzard drauf, literally. Wer ist schneller? Sudo ist schneller. Sudo ist schnell. Okay, gut. Was, das trifft überhaupt wer? Ja, Rasa trifft Donner. Das macht ja gar nichts. Das geht auf Davis. Das macht mehr, aber das macht irgendwie immer noch gar. Der schreckt zurück. Halt doch dein Maul, Mann. Kriegt meine Pokémon nicht einmal treffen. Oder angreifen. Ah! Wenigstens ist das Ding jetzt tot. Ein Meter groß. Schon wieder Donner getroffen, Alter. Komm, Mickey, Feuersturm. Oh, shit. So schnell, wer hat gedacht? Oh, shit. So. Döner da was, Alter. Oh mein Gott, er ist halb tot. Komm, Alter, nur für dich. Wo ist die Ware? Ich war eigentlich schon richtig. Hybeiler, einer von 8000. Hier. Er liegt wie auf so 2 KP. Ist hier auch noch ein Trainer? Ja. Du schaffst das, du schaffst das. Dylan Davis kann das. Ah, fuck. Dylan Davis kann das nicht. Mindestens glaube ich das nicht. Komm, du machst Aquawelle, so heißt das. Davis bekommt eine Milch. Das Ding sollte untergehen. Das Ding geht nicht unter. Aufwart, keine Wirkung auf Sude. So, explodiert einfach. Ein mit Sude juckt das nicht. Und Döner Davis ist Döner Davis. Er hat nur sein Mate gekillt. Er hat nur sein Mate gekillt. Digga, was hat der Typ genommen? Gift-Typ, ja. Ja, Sudo macht einfach Spukbau und weg. Reicht das? Natürlich nicht. Fassade auf Döner Davis. Oh. Okay, so viel dazu. Backstein. Hallöle, Niki. Oh mein Gott, Hubert ruft an, die Legende. Hallo, hier spricht Hubert. Guten Tag, wie geht es dir? Potzblitz, gestern tauschte. Ich habe einen anderen Trainer, einen Oktu.
Es war genau das Doktor, das ich einmal vor langer Zeit beim Tausch mit einem anderen Tier weggab. Nun ist es also über zahlreiche Umwege wieder mal Tier zurückgekehrt. Krass, oder? Cool, danke dafür, dass du mir die Geschichte erzählst. Aminoctu ist schon interesting. Ah, nein, nicht das. So. Gut, Raphael lebt wieder. Dieses Meta-Großalter. Hätte nicht gedacht, dass es One wird. Okay, es ist ein Meter groß. Mit Senkopfschuss gewesen. Und Raphaels Defensive ist halt... Nein. Hallo. Du kommst aus Maul. Die bekommen aufs Maul. Raphael wird von den FIFA effektiv zerstört. Ich will ihn eigentlich nicht drin lassen. Arno. Yes. Das Arno. Einfach wirklich ein Flugtrainer. Ja, stimmt. Das fällt Messes auf. Lehmschelle, Alter. Wo kommst du denn her? Dead Shower. Was ist das so? Oh, Blizzard. Hütte die Vögel. Sule tötet wirklich die Vögel. Selbst mit dem gesplitteten Damage einfach beide runtergeholt. Jetzt go, Samenbomben! Raphaels einzige Pflanzenattacker. Ist Tempo Heap wichtig? Ich will Ablativ behalten. Ich will Himmel Heap behalten. Ich will alles behalten. Irgendwie. Mit Ablativ kann ich mich halt geil heilen. Aber die Frage ist, ist es wirklich so wichtig? Ich brauche Pflanzenattacke. Ich habe kein Pflanzen-Pokémon, Niki. Und Zahnbomben ist Raphaels beste Pflanzenattacke. Physisch ist. Himmelhieb weg. Ein übrigens cool. 85er Steak ist auch geil eigentlich. Trifft nur zu 50%. Aber da hast du auch recht. Komm. Ich weiß ja nicht, ob Tempo Heap so wirklich useful ist. Schon, Raphael ist nicht so schnell, aber Raphael ist eigentlich schnell genug. Du wirst Game Over gehen wegen Himmel Heap. Aha, du magst Himmel Heap nicht, oder? Hier für dich. Stärkste Kampfattacke vergessen. Bessere Pflanzenattacke reingeholt. Kabutops. Hier friss Spukball. Und hier friss Wasser. Yes, aber nicht da. Leider. So, Ardo ist weg. Arnold Schwarzenegger. Nein, ich will deine Nummer nicht. Gut, ab in die Höhle. Hier kann man auch einen Carpets fangen. Hier wollte ich eigentlich Carpets fangen, aber heute beim Leveln. Nicht beim Leveln, beim Item sammeln. Ist mir Raphael beim Weg gelaufen. Weite. Viel Erfolg beim Weite spielen. Wir haben mit den Eatspart. Ist hier irgendwas?
Pokémon hat halt auch nicht, wollte ich gerade sagen. Da ist der Typ. Kann ich den killen? Er lohnt sich nicht. Hier unten am Stein? Ja. An diesem muss ich lang. Perfekt. Komm, Twank. Das ist beim Typen da oben. Ja, haben wir Kaskade. Seine Attacke, die er verloren hat. Ich weiß ja nicht wie, aber egal. Gut. Eine Pokémon, eine Pokémon. Ein Porygon 2. Los, Raphael, töte es. Es hat überlebt. Er hat... Wieso hat der einen Fokus-Code? Wait. Ich habe jetzt einen Fokusgurt. Cool. Bin ich ehrlich. Das ist Karl, Digga. Ich bin blind. So einmal komm mal an den Fokusgurt ran. Man weiß wirklich nicht, was die Leute haben. Danke! Das eine, was er tut, ist vor allem stimmt's. Ja, ja, keine Sorge. Das gehört eigentlich mir, aber egal. Hier, ich schenk's dir. Was? Was hast du mir gedacht? Ich bevor ich Wasser hoch kann, dann brauch ich erstmal neue Schuhe. Boah. Die lustige Schuhe, man. Zum Goldweed. Gut. Ein Kapitz. Ein Verräter ist das. Hier sind wir. Das sieht sogar ganz gut aus. Raphaels Onkel. Einfach Familie überall. Große Familie. Okay, hier ist nichts auf dieser Etage. Muss den hier schieben, habe ich gerade dabei? Nein. Wer bekommt Stärke? Jeder kann Stärke. Niki eigentlich, weil es am besten in sein Moveset passt. Jetzt hat Nico für Attacken frei. Steinhagel ist wichtig. Davis hat bloß Trash, aber er braucht den Trash. Eines hat. Ein Ladungsstoß ist nicht so wichtig. Dafür haben wir gemerkt, da brauchen wir alles. Sudel hat. Eisschirm ist auch nicht so wichtig. APGs, Attacken sind so absoluter Dreck, Alter. Ja, komm, Linus. Ladungsstoß. Kann ich sowieso nicht gut benutzen wegen den Doppelkämpfen. Let's go. Thank you.
Elstin. Time, was? Stienschmiezen. Ey, Stino. Gleich den nächsten Schutz, Alter. Ich hab noch einen gefunden. Yes, Alter. Top-Schutz, Alter. Gute Ware. Boom. Und jetzt spring ich auf den Schein rauf. Let's go. Aua. Nee. Ah, cool. Gut, mal gucken. Items. So. Auf dieser Dings ist halt was. Genau hier. Carbon, Alter. Kohle in Stoff. Mal gucken, wo ich überhaupt einen Anfang finde. Wollte ich nicht tun. Ah, cool. Gut, let's go. Gut. So, parallelig. Jetzt mal. Go again. Was? Ich hab keine Zeit. Gibt's dazu einen anderen Weg? Ja. Ich gehe den langen Weg, Alter. Ich habe ja Schutzkuppe vergessen. Nice, nice, Niki, nice. Beste Assets der Welt. Lawine, nice, nice. Gute Items hier sogar. Sonst ist hier nichts. Okay. Item ist bei den Dings. Einfach Eisen. So ein Eisenbarren. An diesen Stein hier. Wait, what? Ich bin stupid. Geh doch. Ich bin... Muss man nicht wissen. Muss man nicht hinterfragen. So. Ich seh den Wald vor Bäumen nicht. Dauerhaft. Einfach so fucking Milliarden Euro Items. Hi.
Oh, ich kenne dich doch, Andy. Welche Überraschung. Darf ich offen mit euch sein? Das Eis hat meine Sohle in einem Grund festgefroren. Allein bin ich verloren. Egal, befragt mich jetzt bei der Not. Ja, hier. Tschüss. Ich sage wirklich eine gute Seele. Vielen Dank. Tschö. See ya. Hier war ich eben gerade. Also. Tschüss. Perfekt. Ebenholz Schmitty, hi, wer bist du? Wow, du bist mit den Eisen angekommen, du musst der nächste talentierte Trainer sein. Wie soll man sonst hochkommen? Alter, erstmal Erinnerungsfoto machen, also go. Die Legende. Tschüss. Tschüss, Alter, tschüss. Nice, also wir sind endlich in der City. Mal gucken, man kann die fette Attacken holen. Das weiß ich. Familie, du bist vergesslich. Ach so, ja. Herzschuppe, ja gut, das kenne ich schon. Nee, du bist vergesslich, genau. Brauche ich jetzt noch gar nicht. Drachenprofi, Alter. Er war 2 Sekunden im selben Haus. Yes, yes. Kann eins von diesen Pokémon eine fette Attacke? Nein. Können bloß die Starter. Ich weiß gar nicht, wie die Wasser heißen. Ich kenne bloß Lurkanonade. Aber was waren die anderen? Eigentlich nicht schon. Ach, egal, Alter. Egal. Einfach sofort jeden Trainer belästigen. Wasserkanonade. Aha. Pflanzensäulen? Yes. Ich habe hier vorhin schon Foto gemacht. Egal. 2. Nein, ich möchte nicht tauschen. Ich habe keins. Oh, Dankeschön. Einfach so ein Fleißband. Cool. Zauberwasser geht an Döner Davids Werben. Oh ja. Holzkohle, ich habe keinen Vollpunkt. Doch, Niki, ich habe vergessen, dass Niki Feuer ist. Also für das. Einfach Wasser von der Stadt als Stahl zu sehen, kommt. Ah, let's go, Mann. Ich brauche eine Kampftafel oder so. Komm, Wundersaat. Raphael. Du bekommst ewiges Eis. Sude. Was kann APG? Ah, Flugattacken. Passt doch alles. Cool. Sonst ist hier nichts. Doch, hier ist ein Haus. Ah, cool. Ein Dratini. Oder ist es? Yes, yes, Stratini. Wie dupi cute. Jetzt wird die Arena gesprengt. Wajibi. Hi. In der Arena ist es gefährlich, ich weiß. Oh.
Könnte ich mit dem Meer laufen? Eisattacken. Ich habe so ein Ding, das zerstört alles. Sag. Gut. Jetzt der ganze Arena, let's go. Oh mein Gott, da ist Paul. Nicht dein Ernst, oder? Man, das hätte mir eine gute Kampfattacke, Mann. Nicht dein Ernst, ne? Heiliger. Lebensschelle, let's go, sofort effektiv. Mein Ding ist gleich weg. Das killt fast. Das kannst du doch nicht machen, alter Raphael. Niki macht Feuersturm, Digga. Ah, beim Maul, Alter. Statik. Wesen trifft Niki und das Ding existiert danach nicht mehr, selbst wenn es 46 ist. Du ja damals für Kreischreiter, nein. Das kann Raphael machen jetzt. Und das könnte auch Raphael machen. Donform wird aber schnell zerstört. Das ist einfach Defense Plus Wesen. Ach, oh mein Gott, Digga, was wird das Ding denn nehmen? Hab ich? Yes, yes, hab ich. Gut, ich hab grad gedacht, ich hab nicht gemacht. Ich bin besser mit Niki drinne. Nicht fliehen. Okay. Hier, nehmen Sie Parallel, Raphael. Gut. Atombombe. Tschüss. Ah. Ey, Niki, das tut mir so leid. Ich hab damit nicht gerechnet. Niki, es tut mir nicht leid. Ich hab damit so gerechnet. Was? Deswegen bin ich rausgeswitcht. Ich hab nicht gedacht, dass der Akku hat, Alter. Und ich hätte weniger gedacht, dass Niki das überlebt. Das ist ja einfach ein Wunder. Und wie wirst du denn damals schneller, Alter? Wieso hat Döner damals so viel Speed? Ach, Niki passt noch. Niki kann das, er ist groß. Bronson Zadu, Alter. Irgendwie will ich mit Raphael drin bleiben, aber Raphael wird zerstört. Ich kann Leines reinholen. Gut, ja. Ich konnte auch kein einziges Mal RPG einsetzen. Kann ich RPG einsetzen? Ich kann RPG einsetzen. Ich setze RPG ein. Beleuchte, okay. Wie ist RPG so fett, Mann?
Bizarro-Raum. Apichi würde jetzt als letzter angreifen, danke dafür. Leider ist als zweitletzte sogar. Mehr danke. Die Attacken sind immer noch scheiße. Ich mach einfach rüber Straubbronzung, I don't care. Ah, okay, danke dafür. Super Apichi. Also nicht ganz, aber. Doch ganz. Ich hätte nicht gedacht, dass er Steinlager hat, und ich hätte nicht gedacht, dass es knittet. Wenigstens geht das Ding runter. Das Ding kann nicht mehr fliegen, da ist der Counter-Crit. Was sind die noch für Pokémon? Ich komme mit Raphael wieder rein. Hör es aufs Maul. Irgendwer muss sterben. Ich wusste das nicht. 48. I don't actually care, was sein Bronzong macht. Ich care about, was sein Kapels macht. Donner. Bildsporer. Nein, es geht daneben. Raphael darf vorher angreifen. Weil Raphael ist ja eigentlich langsamer als Karpels. Also das ist das gegnerische Karpels. Und wegen Bizarro-Raum darf er. Es wird auf das Ding eingebumst, Alter. Hier, Bronzong, gehen sie weg. Wetten, Doppel-Rückschreck. Leider schreckt zurück. Karpels und Stahlding, das ist Karpels und Stahlding. Yes. Er ist aufgewacht! Alter, er wollte Wuchtschlag machen, wie willst du da umbringen? Ach mich, ich weiß, aber halt einmal. Können wir drüber reden, dass er eine Runde geschlafen hat? Wuchtschlag, geht er wieder daneben. Donner, Junge. Das ist nicht sehr effektiv. Oh, wow. Okay, er ist paralysiert. Raphaels Turn ist wasted, wie behindert. Gut, die Welt ist wieder normal. Wir machen Donner auf Bronzong. Viel Erfolg. Die Pokémon sind da richtig low level. Ich weiß nicht, wie es oben ist, aber der untere Teil, die Pokémon sind auf Level 3. Ja, Abwehrtyp einfach drauf. Bisschen Saft zurückholen, Mann. Apels wurde entsaftet. Haha. Raphael ist vergiftet. Nice. Das ist so richtig gut. Raphael heilt sich jetzt. Können wir drüber reden, dass Linus gerade ein 46er Bronzong über 50% seiner KP aufgezogen hat mit einer Attacke? Können wir darüber reden? Wait, wie war das? Nee, wait. Das geht nicht, genau. Letargen wird weggeschnobst. Er kann danach nie wieder gehen. Oder er darf es sogar schnell, Junge. Am schnellsten aus dieser Runde, Digga. Was zur Hölle? Hälfte! Ah! Aua! Du kannst bloß Wandler machen. Raphael heilt sich dank Gift. Ich muss mit ihnen leider Dings rausnehmen. Das killt halt gar nicht. Wow. Er ist schneller! Fuck! Ficker, sogar Crit.
Ich hab das komplett vergessen, dass ein Speedset auch übernommen wird. Och man. Donner. Du. Aquavell. Boah, Mogel bauen wir jetzt einen Counter in der Dunkelhöhle. Durchbruch. Linus ist halbtot. Nicht halbtot. Fast tot. Linus trifft nicht. Komm, nimm den raus, nimm den du raus. Ach, er killt sogar. Komm, such rein. Nimm das Ding jetzt raus. 48. Muglerin ist back, yes. Sie kommt zu deinem Spielstand. Ah, cool. Ripsude. Jetzt wird's härter. Oh mein Gott, ist das Team weg, Alter. Heiliger. Heiliger. Wieso ist mein Internet auf Null? Oh mein Gott. Oh Gott, war das knapp. Wollte ich nicht tun. Das tun. Ich will zurück. Anyway. What? Ich wollte heilen, wie ich krieg die anderen nicht tot, Digga. Deine Mutter ist fett, Alter. Muss ich heilen? Oh Gott. Ich muss heilen. Raphael. Mehr Budget habe ich nicht für diesen Kampf. Fucking Supertränke. Gut, das muss reichen. Hi. Yes, yes. 49. Ninjask ist kacke. Heiliger. Er hat Schaupler. Itemsperre. Oh nein! Ich gehe nicht Game Over, Alter. Ninjask ist nice, aber Ninjask ist kacke. Yes, auf Döner Davis. Döner Davis nimmt das easy als Niki. Ich kann nicht mehr heilen! Oh, der ist gut. Komm, Niki, komm. Yes.
Ein Pokémon ist da. Er vergräbt sich wieder. Er ging halt gar nichts tun. Komm. Aus Maul, mal aus Maul. Nice. Zum Glück hat sie bloß sein Pokémon, Mann. Ich würde das nicht überleben. Digga, das ist das Budget, mit dem ich arbeite. Und davon sind alle geheilt. Gut, schnell heilen. Alter, das ist stupid. War ja schon gut. Gut, letzter Trainer hoffentlich. Aber coole Arena irgendwie. Ja, ist cool. Bloß die Steuerung von den Dingern ist ein bisschen weird. Oh mein Gott, Ralf. Okay, das kann ich ja easy wegstupen, Alter. 49. 49. 49. 49. Und 49. Natürlich hat das Ding Vorschlag. Natürlich. Jetzt geht das auf Julia Davis. Du heilst dich jetzt. Du machst Akkuwelle von Giga. 49. Nice. Gut. Raphael ist Level 42. Er heilt sich noch gut. Muss nicht so viele Items ausgeben. 43 ist du da was? Jetzt kommt doch hier Ende. Ja. Yeah. Bin zu faul zum Laufen, Alter. Ich heile einfach. Du hast super Tränke, Mann. Gut. Hallo, du ho. 24 Stunden. Okay, das wollte ich gleich tun. Gut. Wir starten mit Raphael und Döner Davis. 28 hast du. Cool. Ich bin Sandra, die Drachenprofi. Selbst die Top 4 der Pokémon-Liga können wir nicht das Wasser reichen. Ah, willst du noch gegen mich antreten? Gut. Ja. Digga, sei doch nicht so überheblich, Alter. Zentimeter hast du. Simsala und Stami. Kopfbreite, ach ja, nicht Kopfbreite, falsch gedacht, genau. Die Psycho-Boys, Digga, RPG brauche ich, aber RPG hat nur Kack-Attacken. Er hat eine 70. 70er Stärke auf. Hier, er hat 150 Spezialangriff, aber nur 58 Angriff. Digga, was willst du damit tun? Ich fange den Kampf nochmal neu an. Ich habe einen Strat.
Ich habe ein Strat. Wieso ist kein Bild? Ich fick euch. Recent One, yes. Immer original speichern, Kinder. Immer original speichern. RPG kommt nach vorne. Er hat einen Starmie. Ich kann Raphael fallen lassen. Bald bist du in der Dunkelhöhle. Halt dein Maul, Mann. Ich bin Sandra, die Ho, und ich werde dich aufficken. Genau das hat sie gesagt. Ich hab einen Strat. Der Strat heißt Mord. Wir sehen Simsala. Simsala ist weg. Starmien schneller mit Donnerblitz. Ich wollte auch nur einmal einen guten Move machen. Nein! Nee. Grit! Und wie überlebt Raphael das? Achso, Psychoklinge ist, er ist physisch. Psychoklinge ist physische Attacke von Simsala. Jetzt ist Stami weg. Gut, Sude, kommen Sie rein. Ich weiß nicht, wer schneller ist, Sude oder Simsala, aber ich muss Raphael rauswechseln. Ich kann aber auch nicht meine Wand reinwechseln. Eine Wand kann nichts tun. Linus kann tun, Linus kann richtig tun. Simsala. Ich weiß nicht, ob du Sude kennst. Er ist schneller, fuck. Er macht aber die schlechteste Attacke der Welt. Geht nicht mal, fuck off. Leider nimmt das. Ich weiß nicht, ob du Sude kennst. Digga, Sude hat Innen von 130, Mann. Was erwartest du? Wait, ich guck nach, wie viel Innen hat Simsala. Kann ich ja ausrechnen. Ach, doch nicht der fucking Film, Alter. Init auf Wesen Minimum. Fuck off, er hat 151. Nee, er hat 120 Base. Simsala hat Base 120 Init. Sude hat eigentlich mehr. Mann. Er hat 120 Base. Ich weiß nicht, was seine EVs sind. Mit EVs kommt er bis auf 150, wenn er Max ist. Also EVs und DVs. Eigentlich ist du nicht schneller. Erholung. In welchem Universum lebt der dann? Mir wird jetzt weggeschrobelt, aber. Okay, das Ding ist auch weg. So ist 41. Es könnte jetzt sein, dass du jetzt ausbietet. Musikbewertung 28 von Film. Digga, ich mach Blizzard, I don't fucking care. Und du machst Lichtkanone. Und der Typ schläft. Simsala, werd ab, deine Mutter ist fetter als Golden Gate Bridge, Mann. Der Typ schläft und Sude trifft nicht, Mann.
dem Salat steht er einfach, Digga. Da ist so fette Ding reingekommen, Digga, Spot weggeboxt. Und da schläft er einfach daneben. Da liegt er einfach, ganz entspannt. Und seh, als ob. Als ob. Das ist cool. Als ob die Isildraki noch hat. Er macht schon shit, er hat Angst vor Linus Donner. Sind so da, steht immer noch. Einfach random Silver King bekommen. Lyles hatte die Dinge so weggeknackst, Alter, das kann man nicht glauben. Die wusste, was da kommt. Oh, Porygon Z, Alter. 55 Wein. Alter, nicht auf Porygon. Der Drag ging. Priorität Nummer 1. Es sperrt nur noch Schutzschild. Ah, okay, so, das ist nicht so wichtig. Ich mach das gleich nochmal. Erstmal über 50, glaub schon. Nicht getroffen. Suda getroffen. Gut. Leider musst du bloß einmal treffen. Oder Darius kommt rein. Bloß leider, mach das Ding jetzt weg. Wetten, es macht wieder Schutzschild. Dolarstrahl. Aber auf Linus. Es ist weg. Endlich. Random. Es ist das Digga. Sandsturm immer noch. Gut, wir machen Aquavelle, yes. Und Donner. Rückkehr. Okay, auf Dünner Davis, das kann man ja machen. Mach doch nicht so viel, Mann. Es ist rück. Es könnte eine 100 Stärke Rückkehr sein auf Step. Weil er normal ist. Als ob Donner nicht killt, Digga, willst du mich verarschen. Wieso war der Kampf so einfach überhaupt? Wait, tut einen Sandsturm? Bitte. Yes! Sandsturm kill! Sandsturm kill, Sandsturm kill. Musst du nicht mal heilen, Mann. Ich will das nicht glauben, es muss ein Irrtum sein. Ja, du bist scheiße als Trainerin. Nein, das akzeptiere ich nicht. Ich mag verloren haben, aber jemand mit deiner Einstellung ist in der Pokémon-Liga so gut wie verloren. Was für meine Einstellung, Alter? Hast du dich mal angeguckt, Digga? Fette Ho. Dazu? RPG geht es wieder besser. Let's go. Digga, RPG macht mir immer mehr Angst als Pokémon. Wieso ist der so fett? RPG steht stocksteif und startet den Bert hinauf. Bert. Den Bert hinauf. Oh mein Gott, Digga, wie fett ist dein Bert? So was? Oh mein Gott, du Huranson. Hyperstrahl! Das Ding ist Level 15, Mann! Wow! Digga, man sieht bloß in der City einfach das Ding, mein fette Libelle, Alter, so groß wie drei Menschen, Digga. Einfach Hyperstrahl durch die Luft schießen, Alter. Hi, wer bist du? Wenn Sandra nicht dagegen hat, wird auch ihr Großvater, unser Meister, sicher kein Problem damit haben. Bitte Schritt ein. Drachenhöhle. Eine Höhle von Drachen, was?
Noch mehr Trainer. Ich wollte bloß den Orden haben. Gut, so viel dazu. Hi, how are you? Ja, 48. Du machst Hyperstrahl auf Motorbell. I don't care. Du machst das Ding tot. Ja, hier bump. Oh, Rosanna weg. Als ob das killt. Okay, Apogee ist tot. Rosanna ist ja Eis, ich hab's vergessen. Ich hab literally die beiden Typen von Rosanna vergessen. Ich hätte einmal mit Kampf draufhallern können. Ach, das killt trotzdem. Student. Alles ausgerechnet. Hyping nicht sogar einzigartig? Ich hab doch keine Ahnung über Pokémon, Digga. Wie sehe ich aus? Ich hab bloß irgendwie 3000 Spielstunden, aber noch nicht mal ein einziger Shiny. Beleber gefunden. Ich weiß aber, wo die unsichtbaren Items sind, ausfindig. Ab ins Wasser. Müssen wir nach hier den Trainer wegmachen? Ja, passt doch so. Ist doch egal. Hier, Speed rein. Die Trainer sind langweilig. Ich will nach unten, Alter. 41 nur. Och, man. Mach Altaria weg. Du machst beide weg. Altaria ist weg. Boah, so viel Damage. Boah, wirst du weggebombt. Und du bekommst Eisschimmel in die Fresse. Ihr beide bekommt Eisschimmel in die Fresse. Mit einem fetten Finger. Los geht's. Fucking Bomben, Mann. Bomben. Ah, Tutok. Wird weggebombt. So. Ja, Raphael mit Samenbomben, Junge. Was ist das für ein Typ? Kann man doch nicht machen. Kann man doch wirklich nicht machen. Mist verloren. 5000 Euro, die brauche ich. Es geht alles in Pokéball. Literally. Ah, ich will das Item haben. Einer der wenigen legiten Doppelkämpfe. Ableitieb. Hubball. Geh. Bist dir nicht erwünscht. Aber muss nicht hören, Rocke. So lächerlich. Wait. Es ist effektiv, ich hab's vergessen. Sude ist gut. Raphael ist gut. Den geht's doch gut. Den geht's doch sehr gut. Send help. Wo ist Raphael? Nimm Impoleon. Nimm ihn durch. Taug deine Energie ab. Mach Crit. Heil dich voll. Was? Mann, wieso reicht es nicht? Ah, nur Metallklaue, so bist du. So, Fenst. Ich wollte gerade sagen, einfach draufhauen. Geist-Pokémon dafür dazu. Fucking Bomben, Mann. Oh, jetzt ist da der Crit.
Okay. Digga, das sieht so impressive aus, was Raphael einfach macht. Kommt so ein Ding rein, Bomben weg. Das ist nur Raphael zu Level 3, kommt Gegner rein, Level 50, Crit weg. Ohne Crit weg. Nicht effektiv weg. Hopp, Alex, hier, let's go. Ah, ich wusste es, dass da noch ein Item ist. Vielleicht hätte ich schon geguckt. Über Pool. Oh mein Gott, ein schwimmendes Mahomai. Los, Raphael, ziehst Lebenenergie ab. Lebenenergie? Lebensenergie. Heil dich voll. Ich habe genug HP dafür. Ja, hat er. Cool. Whirlpool, los geht's, fette Krake. Krake, ist das richtig? Mein Brain funktioniert nicht mehr. Zu viel Energieverlust während des Streams. Der Typ schon wieder. Okay. Wir sind da, piss dich mal. Kannst mich auch nicht dran erinnern. Wir sind da. Ich hätte auch gerne einen Whirlpool. Yes. Vergiss aber nicht, Whirlpool trifft plus 70% der Zeit. Das heißt, wenn er nicht trifft, dann hast du keinen Whirlpool, dann hat der Nachbar einen Whirlpool. Und ich glaube nicht, dass er das so gut findet. Speicher mal. Oh, alter Himmel, sieht wunderschön aus. Wie geht das? Kann Natur schön sein? Oh, willkommen. Aber nicht doch, du musst dich für nichts rechtfertigen. Sandra hat mich zu mir geschickt, habe ich recht? Die ist so ein eigensinniges Mädchen. Sei mir nicht böse, aber ich muss einen kleinen Test unterziehen. Oh, keine Sorge, ich werde dir nur ein paar Fragen stellen. Gut, dann fangen wir mal an. Was sind Pokémon für dich? Freunde. Ich verstehe. Was benötigt man, um einen Kampf zu gewinnen? Strategie. Verstehe. Welche Sorte von Trainern würdest du am liebsten kämpfen? Jeden. Ich verstehe. Worauf muss man am meisten achten, wenn man Pokémon trainiert? Liebe. Verstehe. Welche sind dir lieber, schwache oder starke Pokémon? Beide. Verstehe, deine Brust steht wirklich ein Herz im Pokémon. Ich bin begeistert. Du hast genau die richtige Einstellung. Ellie, wahre sie fest in deinem Herzen. Wenn dir das gelingt, wird es dir auch später in der Pokémon-Liga einmal von Nutzen sein. Wieso hat sie überhaupt ihren eigenen Theme-Song? Inwiefern hat sie das verdient? Na, wirst du abgestimmt? Warte mal, lass mich raten. Wenn dir das Hopfen und Malz verloren, oder? Was? Du hast bestanden. Niemals! Es darf doch nicht wahr sein. Ich wurde von ihm, als würde ich anerkannt. Ja, du bist auch durch im Leben. Sandra, dieses Kind ist eine wahre Offenbarung, was Technik und Einstellung angeht. Und spring endlich über deinen Schatten und drück mit dem scheiß Orden aus, Alter. Sonst muss ich davon Siegfried erzählen, Junge. Mit den Drachenorden und deinem Blitz. Ach ne, sie redet. Wird dein Pokémon mit einer Attacke Kaskade krasse Sachen machen? Ja, cool. Die ist weg. Übrigens, hast du schon mal von einem Pokémon namens Snookia gehört? Zwischen Universum und Anomalien gibt es einen Ort, den man Schulinsel nennt. Tief unter dieser Insel befindet sich eine Höhle, durch die ein gigantischer Wasserfall strömt. Es heißt im Grunde dieses Wasserfalls Schlummer Lugia. Aber dort gelangt man nur, wenn man im Besitz eines Silberflügels ist. So lautet die Legende. Silberflügel. Ah. Cool. Ja, hab ich geschenkt bekommen von irgend so einem Typen. Ja, ist war cool. Ja,
Ja, was gehen wir hier lang? Mann, du kannst gehen. Geh weg, Mahomai. Hier, hier ist ein Item. Nee. Irgendwo hier vielleicht. In diese Richtung? Bin ich dumm? Kann ich von der anderen Seite? Ich glaube, ich kann auch von der anderen Seite rauf, oder? Drachenzahn, let's go. Ich glaube, ich kann auch von der anderen Seite drauf. Musste bloß durch. Ach, mein Boyfriend hat angerufen. Der Typ kann weggehen. Oh mein Gott, ist das anstrengend. Das ist gerade so unnötig. Gehen Sie weg. Sandra. Komm. Ah, cool. Aber hier ist kein Eingang dazu, was weird ist. Genau. Top Alex hier. Gutes Item, gutes Item. Der beste Beat, Alter. Hi. Warte, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Bitte nimm das als Entschädigung. Danke. Diese Themen hält Drachenpuls. Das ist ganz gut. Ja, ja. Wartest du noch? Du gehst auf den Weg zu Pokémon Liga, geht zurück nach Neuburg, ja, und zur Route 820 nach Osten. Hast dich jetzt nicht gegen, klar, egal was du nur tust. Wenn du aufgehst, bekommst du es nur mit mir zu tun. Yes, yes. Sie muss sich selbst improven jetzt erstmal. Was habe ich? Wollte angucken, wo ist das Drachenpuls? Kann glaube ich kein Teammitglied. Vielleicht Sude? Nein. Gut. Und? Hallo Ellie, wie steht's? Hör mal, ich habe was Tolles für dich. Wo ist die Begebenheit im Labor ab? Tschüss. Boah. Egal, Leute, damit würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Ding gefallen hat, wünsche ich euch, wenn nicht, auch ciao. Bis irgendwann. Bis in 3,5 Monaten. So was? So, hä? Egal. Ciao.